größer und der hat auch alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist Jesus. Keine Videos machen und rauslegen, die langweilig sind. Und ich hoffe, dass ich mein Versprechen halte. Ich habe mir gedacht, dass wir keine Videos machen und rauslegen, die langweilig sind. Und ich hoffe, dass ich mein Versprechen halten kann heute. Also es geht darum, wir sind jetzt hier in Lücksele und überall um uns herum, da in dem Haus wohnen Menschen, hier drüben in dem Haus. Menschen mit ihren Herausforderungen, mit ihrem Leben, wo sie mit Sachen zu kämpfen haben, in der Familie, auf der Arbeit, in allen Umständen. Und wo der Fokus meistens auf den Dingen liegt, die man lösen muss. Also wo man mit arbeiten muss, wo man einfach Sachen irgendwie hinkriegen muss. Und in vielen Fällen sind wir so fokussiert darauf, dass wir halt die Dinger irgendwie in die Reihe kriegen, dass die Sachen immer größer werden, dass die Probleme immer größer werden. Also worauf du starrst, das wächst und wächst und wächst und wächst. Und ich habe die letzte Zeit in die Bibel geschaut, wie man das immer so macht, ne? Und da habe ich gelesen in Johannes 3, ein paar Verse, Vers 14 bis 17. Und im Vers 14, da wird beschrieben, dass, also so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wird auch der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, dass alle ihn sehen können. Und wenn man jetzt das mal sich anguckt, also die Stelle im Mose, da war ja, also da ist eine Situation entstanden, wo das Volk Israel sich von Gott entfernt hat und wo sie plötzlich dann Probleme bekommen haben. Und ich denke mal, alle, die ohne Gott leben, haben ja in gewisser Form Probleme, mit denen sie selbst kämpfen müssen. Alle haben ja Herausforderungen in ihrem Leben, aber die Frage ist, ob man halt die Herausforderung mit Gott hat oder halt ohne Gott hat. Ne? Und wenn man Gott nicht hat, hat man die Herausforderungen ohne Gott. Und da hat man den Fokus auf den Dingen, die man lösen muss. Und dann plötzlich mitten in dieser Not, also es war eine richtig bedrohliche Situation. Ich weiß nicht, wie deine Situation jetzt gerade aussieht, aber dort in der Situation war es ja so gewesen, dass es lebensbedrohlich war. Also alle, die von der Schlange gebissen wurden, die sind da wirklich echt gestorben. Und die haben dann zu Mose gerufen, komm, mach irgendwas. Und Mose hat zu Gott gebetet und dann haben die diese Schlange erhöht an diesem Stab. Und jeder, der auf diese Schlange geguckt hat, der wurde gerettet, der ist also nicht gestorben. Und ich weiß nicht, also wir sind ja meistens so fokussiert, wir müssen das packen und das muss gehen und das muss gehen und das muss gehen. Und am Ende sind wir so fokussiert, dass diese ganzen Dinge so gewachsen sind, dass wir gar nicht mehr den Blick nach oben haben. Ja, eine andere Stelle sagt auch, also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Sagt der Psalmschreiber David. Ja, und dann meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also rechne mit Gott in deinen Situationen. Heb den Blick auf zu ihm in deiner Situation. Für den wir anschauen, der wächst und der wird größer und der hat auch alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist Jesus. Und wenn du dann weiterliest, ja, Vers 16 ist ja das kleine Evangelium, worum es geht in der Bibel. Der Grund, auf dem wir stehen, das ist, dass so sehr hat Gott die Welt geliebt, also auf so eine Art und Weise, nicht so dolle, sondern auf so eine Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Wenn wir Dinge lieben, also ich meine, ich liebe meine Kamera, ich liebe vielleicht mein Telefon, dann will ich das haben. Ich liebe den Hund, dann will ich ihn haben. Aber Gott ist so, wenn er liebt, dann gibt er. Ne? Und das ist schon mal irgendwie ganz schön crazy. Wenn man dann weiterliest, er gibt seinen Sohn für uns, ja, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und jetzt kannst du auch gleich die Frage stellen, ja, wem gilt denn das Ganze? Alle bedeutet jeder, ja, jeder, der auf diesem Planeten wohnt. Und wir sind ja ein Teil von dieser Welt, ne? So hat Jesus die Welt, Gott die Welt geliebt. Wir sind ein Teil von dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Also gilt diese Liebe auch dir und mir. Und das ist eine gute Botschaft. Und ich denke mal, wenn du weiterlesen willst in Johannes 3, da siehst du am Anfang, da spricht Jesus mit einem ziemlich schlauen Typen, der eigentlich
ja, dafür bekannt war, diese ganzen geistlichen Zusammenhänge zu wissen. Und der fragt ihn, du, was ist eigentlich diese Errettung? Was ist das eigentlich? Und Jesus beschreibt es dann, das ist eine neue Geburt, ein komplett neues Leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das kann passieren in deinem Leben, wenn du das wirklich glaubst. Wenn du eine gute Entscheidung triffst, so wie das Volk Israel eine gute Entscheidung getroffen hat, auf die Schlange zu sehen, kannst du heute eine gute Entscheidung treffen, indem du wegsiehst von den Dingen, die dich belasten, die dich vielleicht bedrohen, die dich runterdrücken wollen, die dich beschäftigen wollen, und aufsiehst zu Jesus, der wirklich alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Die Bibel sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und das ist der Unterschied, das ist die gute Botschaft, die du vielleicht heute hören solltest. Und wenn du dann Vers 17 liest, dann wird es nochmal ein bisschen, nochmal besser. Ja, also es ist so eine Steigerung drin. Und Vers 17 sagt, dass Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Er ist der Retter. Also das Gericht kommt irgendwann, wenn diese Welt zu Ende ist. Nicht jetzt, ja, aber jetzt ist er der Retter. Und dieser Retter ist da. Er streckt die Hand aus in dein Leben und du kannst deine Hand nehmen, sie in seine Hand legen und kannst teilhaben an dem wunderbaren neuen Leben, was er geben will, an der Wiedergeburt. Durch den Glauben kannst du ein neues Leben haben, kannst auch wirklich Hilfe erleben in den Dingen, die du zu fixern hast, die dich herausfordern. Ja, wenn du den Blick aufhebst zu Jesus. Dazu will ich dich heute einladen. Genau, ich hoffe, jetzt konnte ich mein Versprechen halten, dass es nicht langweilig war. Gut.